Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero HD Part 9. Und in der letzten Folge haben wir ein Rätsel gelöst. Wir haben Mikrofilm A und Mikrofilm B in einen Projektor einlegen können. Und dann haben wir eine Mo-Disc bekommen und dadurch haben wir dieses Schaltpult bedienen können, sozusagen. Und haben dadurch die Rittertüren, also drei sind es insgesamt, mit den Schwertern, ihr wisst. Und diese Türen haben wir jetzt freigesetzt und wir sind jetzt dabei, die erste Tür zu erkunden. Und ja, ich kann euch direkt zeigen. Ich habe hier schon gespeichert, aber das sage ich gleich. Also wir sind hier auf diesem Schachbrett. Das ist sozusagen die erste Hürde nach einer Tür des Ritters, die wir durchgangen haben. Direkt im Erdgeschoss, meine ich, war das. Sind wir ja die erste Tür gegangen mit den Rittern. Und dann sind wir hier irgendwie gelandet. Erstmal im Gang und dann natürlich diese Doppeltür. So. Und hier sind wir stehen geblieben. Hier war das ja in der letzten Folge mit dem Gift, weil ich diese zwei Schachfiguren bewegt habe. Und das scheint nicht richtig gewesen zu sein. Und ihr seht hier links leuchtet etwas. Das ist das blaue Kraut. Das kann man aus diesem Raum hier bekommen. Zeige ich euch mal ganz schnell. Nochmal zur Erinnerung. So, hier war das, genau, mit dem Gang. So, und dann, wenn man hier durchgeht, dann gibt es so einen extra Raum mit zwei von diesen Kräutern, mit den blauen Kräutern, die sind für das Gift gedacht, dass man sich damit auch wirklich heilen kann. Und das hatte ich ja eigentlich auch schon eingesetzt in der letzten Folge, nur bin ich trotzdem gestorben. Das liegt daran, weil der Raum, in dem das Gift freigesetzt worden ist, logischerweise das Gift noch in der Luft rumschwebt und dann ist man leider noch anfällig dagegen, also allein nur Kräuter einsetzen und alles gut, hilft nicht. Da muss man auch wirklich aus diesem Raum raus, um wieder reine Luft zu kriegen. Und ja, warum bin ich jetzt hier an diesem Bett? Hier lag noch ein Zettelchen. Da habe ich, in der Situation, wo ich hier offline gespielt habe, um hier die Mikrofilme, alles bla bla bla, nochmal alles zu machen, um dann hier speichern zu können, damit wir direkt mit dem Rätsel hier starten können. Da habe ich dann gesehen, als ich nicht aufgenommen habe, dass da ein Zettel lag. Und diesen Zettel, den habe ich dann aufgehoben, der bei Billy war. Der müsste hier bei Akten sein. Hier, ich glaube, der war das. Ja, Notizen der erste Untersuchungseinheit. Das lag auf dem Bett. Lese ich mal eben vor. Die Durchsuchung der Anlage zeigt, dass viele der Chemikalien erhalten geblieben sind. Die Lagerbehälter sind zum Glück noch alle voll. Wir haben gerade erst begonnen und vieles ist noch unklar, aber es scheint, als könnten durch Mischen der Chemikalien neue Substanzen erstellt werden. Die Chemikalien sind überall verstreut, nicht wegen des Unfalls, sondern infolge schlechter Organisation. Wenn wir die Anlage wieder eröffnen, müssen wir ein System für den Umgang mit diesen Stoffen entwickeln. Auf der Rückseite der Notiz ist etwas gekritzelt. Rot und Blau ergibt Schwefelsäure und Grün und Rot Verdünner. Es ist halt jetzt die Frage, bezieht sich das jetzt auf die Kräuter? Rot gibt es? Blau gibt es, Grün auch und Rot sowieso. Was passiert, wenn man Rot und Blau, dann haben wir Schwefelsäure. Das müssen wir austesten, sobald wir wieder Kräuter sammeln. Also wir brauchen jetzt vor allem in dem Fall, wir haben ja jetzt zwei Blaue zur Verfügung. Eine Rote fehlt uns. Dann würde ich sagen, dann würde man das da testen und gucken, was rauskommt. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ein großes Dank hier abgeben an den Vader Plays Games, der im letzten Video ein Kommi geschrieben hat, also einen Kommentar auf die Folge, die ja von der letzten Folge halt ist. Und bezüglich Granaten, weil wenn ich hier gerade bei Rebecca bin, hier hatte ich ja diesen Granatwerfer und dann diese Granatenmunition, Napalm hatte ich ja gehabt, Rot, da gibt es angeblich auch wieder zwei verschiedene Farben, also noch weitere zwei verschiedene Farben, Rot, Grün und Blau, glaube ich war es, oder Gelb, irgendwie sowas. Und die kann man auch kombinieren. Ich weiß jetzt nicht, ob er es meinte, kombinieren untereinander, die Granaten. Also die Munition. Oder einfach nur kombinieren mit dieser Waffe. Ich denke mal, er meint es mit dem Kombinieren mit der Waffe, damit man hier, ne? Ihr seht. Warum das immer hin und her geht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja. Jedenfalls habe ich das Spiel jetzt so gespielt, dass wir, wie gesagt, hier gespeichert haben vor dem Rätsel, damit wir das mit dem Mikrofilm A und B nicht immer tausendmal machen müssen. Das war ja letzte Folge einmal der Fall gewesen, wo ich das nochmal machen musste. Und wir haben genug Farbbänder, seht mal, 11 Stück. Ich denke mal, das ist mehr als genug. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zurück zu Billy und gehen wieder, zum Rätsel.
Wir wollen natürlich in dieser Folge etwas geschafft bekommen. Und der Vader Plays Games, der hat mir noch einen Tipp gegeben. Ich soll mir das Schachbrett genau anschauen. Also auf dem Tisch. Da soll die... Ja. Die Information sein. Die Antwort. Und er hat natürlich noch einen Tipp abgegeben. Aber das werde ich dann gleich sagen. Erstmal eins nach dem anderen, würde ich sagen. So, also er hat gesagt, ich soll mir das jetzt hier genau angucken. Okay. Ich würde sagen, Schachspiel, wir gehen mal von der Position aus. Also oben links war ein Schwarzer. Genau, da haben wir einen. Hier haben wir einen Schwarzen und einen Weißen. Ich weiß, das hört sich gerade diskriminierend an, aber ihr wisst, was ich meine. Hier scheint es genau richtig. Ah, okay. Ich merke jetzt gerade schon, also wenn man das jetzt bewusst mal beobachtet. Hier sehen wir jetzt zwei. Ein Turm und einmal mit dem Kreuz oben drauf. Die sind nebeneinander von oben. Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, dass wir die schieben müssen. So wie es auf dem Tisch gezeigt ist. Ah, dann ergibt das Sinn. Ey, wenn das es jetzt ist, ne, dann war das einer der einfachsten Rätseln hier. Und ich habe es mir so schwer gemacht in der letzten Folge. Ich hätte einfach den Tisch genauer angucken sollen. Das ist, wenn man immer alles schnell, schnell machen will. Okay. War es das? Nee. Muss ich noch einmal schieben? Ah, okay. Ja, perfekt. Cool. Vielen Dank für den Hinweis. Hätte ich eigentlich selber drauf kommen können. Einfach mal nur genau angucken. Okay. Das bedeutet, wir können das jetzt aufheben. Mit Billy haben wir leider Inventar voll. Ich würde sagen, mit Rebecca... gehen wir mal zu Billy zurück. Und ich würde sagen, das Farbband legen wir ab und die Granaten legen wir auch ab. Die brauchen wir jetzt nicht. Weil wir müssen mindestens zwei Sachen aufheben. Einmal das Buch, was jetzt in diesem Tisch da drin war vom Schachraum. Und einmal das blaue Kraut. Genau, das müssen wir auch noch mitnehmen. Also zwei Plätze. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zurück zum Konferenzraum. Weil von dort sind wir ja... Die erste Rittertür. Von dort sind wir reingegangen. Durchmarschiert sozusagen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt dahin zum Billy. Weil dadurch, dass wir jetzt außer Gefahr sind mit dem Gift, das Rätsel gelöst haben, gehe ich mal davon aus, dass die Rebecca wieder ganz normal mit dabei sein kann. Aber ich habe die beiden erstmal getrennt wegen dem Gift. War das nicht der Weg? Doch, ich wollte schon sagen. Kam mir so komisch vor gerade. Aber alles gut, alles gut. Gut, dann komme ich gleich zum nächsten Hinweis, den ich bekommen habe. So, erstmal würde ich sagen, stellen wir unseren Partner ein. Inaktiv. Hauptsache im Team, dass er mit uns läuft. Gut, perfekt. Er ist wieder dabei. So, blaues Kraut mitnehmen, jawohl. Jetzt ist halt die Frage, wo kann ich dieses Buch einsetzen? Er will. Böse. Buch des Bösen mitnehmen. Jawohl. Moment, hier ist noch etwas. Markus Tagebuch 1. 4. Dezember. Geschafft. Das neue Virus. Wir haben es Progenitor genannt. Progenitor? Am liebsten würde ich sofort detaillierte Untersuchungen anstellen. 23. März. Spencer möchte ein Unternehmen gründen. Mir soll's egal sein, solange ich meine Prognitorarbeit fortsetzen kann. Er kann tun, was er will. 19. August. Spencer bittet mich ständig, die Ausbildungsstätte seines neuen Unternehmens zu leiten. Vielleicht ist es wegen des Unternehmens, doch er wird immer aufdringlicher. Könnte ich das Ganze zu meinem Vorteil nutzen? Um alle Geheimnisse des Virus zu erforschen, brauche ich eine besondere Anlage. Einen Ort, an dem ich ungestört bin. 30. November. Zur Hölle mit Spencer. Heute hat er sich wieder mal bei mir beschwert. Er hält Prognitor nur für ein Mittel zur Geldbeschaffung. Was für ein Narr. Sollte sein Einfluss größer werden, wird meine Arbeit darunter leiden. Um Prognitor richtig entwickeln zu können, muss ich meine eigene Position stärken. 19. September.
Endlich! Es ist mir gelungen, auf der Basis von Prognitor ein neues Virus zu schaffen. Das Geheimnis liegt in der Kombination mit Egel-DNA. Ich nenne dieses neue Virus T für Tyrann. Das ist, denke ich mal, auch der Grund, warum am Anfang im Zug die Menschen in Zombies verwandelt worden sind. Das scheint das T-Virus zu sein. Es wurde also von diesem gewissen Marcus entwickelt worden. Leider. Und ja, lesen wir mal weiter. 23. Oktober. So geht's nicht weiter. Experimente mit Ratten bringen einfach keine wirklichen Erfolge. Die einzigen geeigneten Säugetiere für meine Experimente sind Menschen. Wer hätte wohl das gedacht? Sonst werde ich niemals Fortschritte machen. Haben wir auch ausgiebig gesehen, was mit den Menschen passiert sind, ne? Zombie. Und in der Toilette zum Beispiel haben wir auch so ein schleimiges Etwas. Das war für mich so kein Zombie mehr. Das war auf jeden Fall irgendwas Komisches. 15. November. Jemand scheint meinen Experimenten auf die Spur gekommen zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Nun, sollte jemand zu nahe kommen, könnte diese Person mit... Was könnte diese Person mir bei meiner Forschung helfen? 13. Januar. Da sage ich mal frohes Neues nachträglich. Endlich sind sie reif. Meine wunderbaren Egel. All diese Minderbemittelten werden niemals ein solches Glücksgefühl und solche Zufriedenheit verspüren. Jetzt kann ich es endlich gegen Spencer vorgehen. Bald habe ich das Sagen. 31. Januar. Den Sicherheitsgeräten zufolge gab es einen Eindringling. Anscheinend hat jemand nach T und meinen Egeln gesucht. Narr. Zweifellos die Arbeit von Spencers Team. 11. Februar. Heute fand ich am Laboreingang erneut Hinweise auf Eindringlinge. Wenn sie hinter dem Virus her sind, muss ich sie irgendwie loswerden. Vielleicht sollte ich William und Albert bitten, das Übel auszuräuchern. Sie sind die einzigen, denen ich vertraue. Und meinen geliebten Egeln natürlich. Aber Spencer, das Problem wäre damit nicht gelöst, oder? In der nächsten Besprechung werde ich T präsentieren und meine Belohnung einfordern. Okay, Marcus hat also etwas entwickelt. Das T-Virus. Und die Wirkungen haben wir ja ausgiebig gesehen. Und ja, ich gucke mich eben hier noch um. Ist jetzt die Frage, habe ich das Buch noch? Ja. Verwenden, brauchen sie jetzt nicht. Müssen wir das Buch vielleicht auf die Waage legen? Also ich würde jetzt spontan sagen, vom Platz her reicht das nicht. Untersuchen. Auf dem elegant eingebundenen Buch steht böse. Ganz schön schwer für ein Buch dieser Dicke. Okay, ist halt die Frage. Was kann ich mit diesem Buch anfangen? So, ja, auf den nächsten Tipp, den ich kommen möchte, den ich euch sagen möchte, den ich bekommen habe. Ebenfalls von Vader Plays Games, vielen Dank an dieser Stelle. Ihr erkennt noch den Raum mit dem Aufzug, mit den Schaben, die dann aufgetreten sind, wo dieser Aufzug kaputt war, mit dem Minutenzeiger. Auf jeden Fall der Raum darunter, da ist ein Bild mit einem älteren Mann drauf, mit einer Kerze und ich solle mir das genauer anschauen. Das war der Tipp. Was genau passiert? Finde ich gut, dass nicht verraten worden ist, was passiert. Ich soll es mir einfach nur anschauen. Vielen Dank für den Tipp erstmal. Ich würde sagen, wir gehen auch mal direkt hin und gucken uns das an. Ich bin gespannt, was da, ja, dahinter sich bewirkt, hinter dem Bild. Vielleicht kann man das Bild ja schieben, keine Ahnung. Schauen wir mal einfach nach. Und ich würde sagen, wir gehen zurück. Ich will erstmal zur Waage eben gehen, weil die Waage ist direkt hinter der Tür. Vielleicht können wir dieses Buch da drauflegen, was ich leider nicht denke. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Okay, brauchen sie jetzt nicht. Schade. Okay, ich würde sagen, eine Sache lassen wir aber hier. Dafür müssen wir aber kurz zum Speicherpunkt, weil ich habe mir jetzt vorgenommen, die ganzen Sachen, die wir sammeln, hier am Speicherpunkt
abzulegen, damit wir nicht durcheinander kommen, dass wir wirklich alles hier an einem Platz wiederfinden können. Ich denke mal, das würde Sinn machen. Okay, das Buch nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, ob noch mehr giftige Sachen kommen. Ich spekuliere jetzt mal darauf, dass nichts mehr kommt. Ist vielleicht riskant, aber ich versuche es mal. Okay, jeder hat noch einen Platz. Ich hoffe, das reicht jetzt mal aus. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum heißen Tipp. Jetzt ist halt nochmal die Frage, wie kam ich dahin? War das hier? Ich höre komische Geräusche. Es hört sich wie eine Schlange an. Ih, gehen wir mal direkt weg. Ich glaube, dieser Raum wurde belagert, habe ich so das Gefühl. Schauen wir uns später an. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, dass wir hier kurz reingeguckt haben. Okay, ich glaube, wir müssen hier wieder durch. Ja, hier war das. Genau. Und dann dahinter diese Tür, genau. Ja, ich habe die richtige Seite gedacht, nur in der falschen Abteilung. Hier wollte ich eigentlich rechts, genau, hier. Hier sollte das mit der... Mit der Bild sein. Oder? Doch, ich meine, hier ist das. Ja. Also, der Tipp ist... Ich meine, ich höre was hier. Geräusch. Es ist unheimlich. Ich weiß nicht, ob das von oben kommt. Hier, das Bild soll ich mir angucken. Der alte Mann hält eine Kerze in der Hand. Dieses Licht führt sie zur wahren Wahrheit. Das hatten wir doch schon mal angeklickt. Das weiß ich noch. Aber was soll ich denn hier machen? Buch verwenden? Vielleicht hier? Brennflüssigkeit? Feuerzeug. Feuerzeug? Kerze? Was denn? Moment, kombinieren. Aha! Ah! Die Brennflüssigkeit ist für unser Feuerzeug. Aha! Jetzt ist halt die Frage, kann ich das Feuerzeug hier verwenden? Gehen wir mal als Billy. Na, wir waren schon als Billy. Der alte Mann hält eine Kerze in der Hand. Dieses Licht führt sie zur Wahrheit. Ah, okay. Ah, ja, ja, ich verstehe. So, ich stehe jetzt vor ihm. Brauchen Sie jetzt nicht. Untersuchen. Feuerzeug ist voller Benzin. Voller Benzin. Ja, und jetzt? Muss ich das Buch anzünden? Versuchen wir es mal. Kombinier. Nein, es geht natürlich nicht. Moment. Lieber Vader, du kannst es ja nicht umsonst gesagt haben, warum ich hier hinkommen soll. Warum sollte ich hier sein? Der alte Mann hält eine Kerze in der Hand. Dieses Licht führt sie zur wahren Wahrheit. Ah! Der Mann... Ah, ich verstehe. Ah! Ah! Ja! Wenn man sich die Zeit nimmt und nachdenkt. Ich mache einfach das nach, was auf dem Bild gezeigt ist. Jawohl! Dankeschön! So doof bin ich ja auch nicht. Ja, cool. Vielen Dank. Ah, haben wir die Tür aufgemacht? Cool. Ich würde sagen, wir gehen vor. Ich hoffe, es kommen jetzt keine bösen Überraschungen. Eine Schiebetür. Geh weg. So, der liegt auf dem Boden. Ich würde mal sagen, wir versuchen es mit dem Messer. So, dann nochmal
Gewehr raus. So. So, der müsste jetzt tot sein. Ja, perfekt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, als hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Er zuckt noch. Seht ihr mal? Der Zombie zuckt. Ne, wir haben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben die Brennflüssigkeit kombiniert mit einem Feuerzeug. Geil. So, hier haben wir Granaten. Die nehmen wir mit. Und ich würde sagen, die geben wir auf jeden Fall weiter. Und zwar Becky. Also Rebecca, Becky. Okay, haben wir hier noch etwas? Können wir hier etwas machen? Können wir hier irgendwie hochklettern? Jawohl. Was haben wir denn hier? Ein Stillleben eines Obstkorbs. Einige der Früchte sind verfault. Hier haben wir Kerzen. Muss ich hier wieder eine einführen? Was haben wir denn hier? Sieht so aus, als würde sich eventuell irgendwie eine Tür dahinter verbergen. Das Bild zeigt eine Gruppe von Leuten, die ein Baby... Was? Die ein Baby haben? Nee, die ein Baby umgeben. Sie haben irgendwie etwas Bedrohliches an sich. Ja. Ah, Moment. Wir haben das Buch. Wir haben das Buch. Müssen wir das Buch vielleicht hier einführen? Haben wir hier irgendwo eventuell regalfrei? Das muss ja irgendwie einen Sinn ergeben. Aha. Aha. Schau mal einer an. Wenn wir den starken Billy Boy nicht hätten. Buch des Guten mitnehmen. Jawohl. Können wir auch direkt reingucken? Untersuchen. Auf dem elegant eingebundenen Buch steht gut. Ganz schön schwer für ein Buch dieser Dicke. Können wir das kombinieren vielleicht? Schauen wir mal. Wie willst du auch zwei Bücher kombinieren? Können wir jetzt ein anderes Buch da reinlegen? Geht das? Ne. Warum haben wir jetzt das Buch rausgeholt? Müssen wir mit den Büchern irgendwie ein Gebet sprechen oder so? Vom Gleichgewicht? Ich weiß es nicht. Können wir es wieder zurückschieben? Oder hat es sich jetzt... Der Aktenschrank ist völlig durcheinander, aber es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Hier das Gleiche. Können wir hier irgendwie was benutzen? Wo können wir diese Bücher einsetzen? Moment, ich überlege gerade etwas. Wir haben zwei Bücher. Und wir haben noch ausstehend zwei Türen mit den Rittern, mit den Schwertern. Kann das vielleicht sein, dass jeweils ein Buch davon zu einem diesen Räumen gehören wird? Das kann ich mir vorstellen. Okay, das haben wir gelesen. Ich würde sagen, das wäre es eigentlich hier schon gewesen, hier in diesem Raum. Ja, ja. Ich glaube, das war's. Das war der Raum. Ich denke mal, das wird Biologie, Soziologie, Politik, Wissenschaft, das Bücherregal enthält Werke zu verschiedenen Themen. Und Rebecca bückt sich gut. Ne? Nee, aber ich glaube, das war's schon hier mit dem Raum. Mehr gibt er nicht her. Nee, nee. Okay. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle gleich einen Schnitt. Wir haben viele Rätsel gelöst. Sehr, sehr gut. Also nochmal vielen, vielen Dank an den Vader. Wenn ich dich nicht hätte. Aber stimmt, guck mal hier, das Bild, das ist genau dementsprechend, was hier an der Tür ist. Nur, dass die Tür nicht gezeigt wird auf dem Bild, ist klar. Ja, weil es halt dunkel ist und der alte Opa sozusagen Licht einbringt in diesen Raum, damit er diese Tür aufkriegt. Keine Ahnung, wie das gemeint ist. Bei uns war es ja jetzt anders. Wir haben Licht gemacht und zack, geht die Tür auf. Okay, was war hier nochmal? Hier war doch die rote Tür, ne? Ja, da müssen wir nicht weiter reingehen. Okay.
Okay, dann würde ich sagen, wir gehen wieder raus. Dann würde ich glatt vorschlagen, in dem Raum davor, wo die Waage ist, da sind wir ja dann auch rechts gegangen, wo ich dieses komische Schleifen gehört habe, als wäre eine Schlange irgendwie unterwegs und so. Psst, ganz komisch. Ich würde vorschlagen, dass wir da auf jeden Fall beim nächsten Mal jetzt dahin gehen. Und ja. Und überprüfen, was da los ist. Ich kann mir vorstellen, dass wieder irgendwelche Tiere da unterwegs sind. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal kurz als Rebecca hier. Jawohl, wir haben noch einen Platz. Können wir hier unendlich von diesen Munitionen mitnehmen? Von den Granatmunitionen? Ich guck mal eben. Granaten mitnehmen. Und Farbband mitnehmen. Genau. Weil ich würde glatt vorschlagen, dass wir... Moment mal. Kombinieren. Ah, okay. Warum habe ich jetzt 10 und vorher hat sich das mal mit zwischen 4 und 6 gewechselt? Verstehe ich nicht. Egal, muss man nicht verstehen, ist einfach so. Und ich würde sagen, an dieser Stelle speichere ich mal wieder. Und ja, wir haben einiges geschafft. Wir haben wieder einige Rätsel lösen können. Und ich bin sehr gespannt, wo wir diese zwei Bücher hinverfrachten sollen. Wie gesagt, meine Theorie ist, wir müssen noch diese zwei anderen Türen besuchen, wo die Ritterschwerter waren, die sich geöffnet haben. Und zu jeweils einer Tür könnte das Buch irgendwie dahin gehören. Was wir dann durch die Bücher freischalten werden. Oder ob überhaupt diese Bücher zu irgendwas zu gebrauchen ist. Keine Ahnung. Das werden wir dann sehen. Und ich würde an dieser Stelle erstmal einen Cut machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und dann geht es auf jeden Fall ein bisschen schneller zur Sache, weil jetzt muss ich mit dem Schach ein bisschen hin und her erklären. Und ja, da hatten wir noch ein paar Notizen. Ja, mussten wir auch noch durchlesen. Das Buch, ja, war auch sehr, sehr lang. Von daher, in der nächsten Folge werden wir bestimmt viel, viel mehr Rätsel wieder lösen müssen. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und jetzt aber bin ich weg. Bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.